Erde bebte gewaltig. Das Meer trat über seine Ufer. So versank an einem schrecklichen Tag und in einer schrecklichen Nacht das ganze streitbare Volk der Atlanter unter die Erde. Und in den Fluten versank ihre Insel. Die erste Katastrophenmeldung der Weltgeschichte. Seit 2,5 Jahrtausenden stellt sich die Menschheit die Frage: Atlantis. Uralter Traum der Menschheit oder verschollene Wirklichkeit? Unter Steinen verschüttet, hinabgesunken auf den Boden des Meeres? Wir wollen erkunden, wo auf unserer Erde Atlantis gelegen haben könnte. Der Streit um die Wahrheit ist so alt wie die Legende. Unsere Suche beginnt in Ägypten, zwischen den jahrtausendealten Tempeln der Pharaonen. Die Wiege der abendländischen Kultur ist auch Ursprungsland der Geschichte von Atlantis. Priester erzählten sie dem griechischen Staatsmann Solon, der im 6. Jahrhundert vor Christus das Land am Nil sehr genau studierte. Und der Philosoph Platon überlieferte den Bericht der Nachwelt. Atlantis, irdisches Paradies und kosmische Katastrophe, beschäftigt bis heute die Menschheit. Im Land der Pharaonen, wo über tausende von Jahren die Geschichte nach ehernen Gesetzen abläuft, mussten Erzählungen wie die von Atlantis Schauder vor dem Untergang und Ehrfurcht vor dem Wissen und der Architektur hervorrufen. Rückständig war die Baukunst der Ägypter, verglichen mit den fantastischen Bauwerken von Atlantis. Was aber wussten die alten Ägypter wirklich von diesem verschollenen Reich? Im Grab des berühmten Pharao Tutanchamun finden wir eine Inschrift. Danach hielt Re, der Herr der Götter, ein schreckliches Strafgericht. Weil die Menschheit sittlich verdorben war, sollte sie in einer Sintflut ertränkt werden. Zweifellos eine Parallele, aber kein direkter Hinweis auf Atlantis. Atlantis, aus dem Ägyptischen übersetzt, bedeutet Insel ohne Namen. Der Nil, Fluss des Lebens und des Todes. Er führt uns in die gespenstische Unterwelt der Pharaonen. Nach den Vorstellungen der Ägypter lebten die Verstorbenen in ihren Gräbern recht angenehm weiter. Als Mumien sollten ihre Körper vor Zerfall sicher sein. In ihrem zeitlosen Dasein aßen und tranken sie, wachten oder ruhten und erzählten Geschichten. Ob die Bewohner der in den Fels geschlagenen Totenstädte zu Lebzeiten von Atlantis gesprochen haben, wissen wir nicht. Dazu schweigt jede Überlieferung. Der Tempel der Hatschepsut. Die Königin sandte Expeditionen in ferne Länder. Atlantis aber wird niemals erwähnt. Ein Zehntel aller Hieroglyphen ist übersetzt. Von Atlantis kein Wort. Dazu der Heidelberger Ägyptologe Professor Jan Assmann. Und diese Geschichte von Atlantis, wenn es sie denn gab, war ja eine Geschichte von früher. Und dass ich annehmen würde, dass man mit zwei vollkommen getrennten Welten rechnen muss, der Überlieferung. Das eine ist diese schriftliche Welt, die zu großen Teilen sich in der Saidenzeit anfängt, auf den Tempel- und Grabwänden inschriftlich auch niederzuschlagen. Der eigentliche Ort dieser Schriftwelt sind natürlich die Archive mit den Buchrollen. Also genau das, was dieser Priester dem Solon zeigen wollte, die heiligen Bücher. Und wir dürfen wohl davon ausgehen, dass in diesen heiligen Büchern keine Geschichten erzählt werden von früher.
Und das andere ist die Welt der mündlichen Überlieferung, der Folklore, der landläufigen Legenden, die sich an die Monumente geknüpft haben. Und diese beiden Welten, die finden in den ägyptischen Texten nicht zusammen oder kaum zusammen. Bei den Pyramiden wurden Geschichten erzählt wie die vom Pharao Mykerinos. Als ihm sein Todestag geweissagt wurde, machte er die Nacht zum Tage, um seine Lebenszeit zu verdoppeln. Ist auch Atlantis eine Legende, die sich an ein Monument knüpft? Und wenn ja, an welches? Immer neue Rätsel tun sich auf. Wir machen uns auf die Spuren Solons, dem die Priester des Pharao ausführlich von Atlantis erzählten. Im Stadtbezirk des oberägyptischen Theben liegt ein Tempel, erbaut von den Priestern der Stadt Sais. Sie offenbaren Solon den Ursprung seines Volkes, der Griechen. Ein alter Priester verspricht ihm, die historischen Quellen zu zeigen. Für Solon ist das eine Sensation. Zum ersten Mal hört ein Grieche, dass lange vor Ägyptern und Griechen ein übermächtiges Volk existiert hat. Seine Heimat, so berichten die Schriften, war eine Inselwelt im Meer, untergegangen in einer Katastrophe. Sais. Das ehemalige Priesterzentrum im Nildelta. Auf die kleine Stadt weist heute ein rostiges Straßenschild hin. Darauf steht, hier lag einst das pharaonische Zentrum des ägyptischen Reichs. In dem unbedeutenden Provinznest ist nichts mehr vom Glanz vergangener Jahrtausende zu spüren. Zwischen Stadtrand und muselmanischem Friedhof öffnet sich eine Mulde, gefüllt mit schwerem Gestein. Die Fundamente und Treppen von Tempeln. Hier soll, wie es heißt, Solon mit Ehrungen überhäuft worden sein. Vor 20 Jahren untersuchten Archäologen diesen Ort. Aber das Geld ging aus und so wurden die Arbeiten eingestellt. Das hohe Grundwasser macht Ausgrabungen unerschwinglich. Ein riesiger, abgeschlagener Pharaonenkopf. Trauriger Zeuge einer großen Vergangenheit. Am sumpfigen Ufer überlebensgroße Gottheiten aus Granit, als ob sie nicht zu dieser Welt gehörten. Warten die Schrifttafeln, die Solon sah, am Grund dieses Sees auf ihre Entdeckung? Das Pharaonenreich ging unter. Athen heißt der neue Mittelpunkt der Welt. Mit dem Atlantis-Bericht, den Platon um 350 vor Christus niederschreibt, führt er den Athenern eine grandiose Kultur vor Augen. Atlanter waren tugendhaft, hielten nicht viel von irdischen Glücksgütern und Gold war ihnen eine Last. Beschreibt Platon eine Utopie? Später heißt es, sie waren ihrem Reichtum nicht mehr gewachsen. Neid, Gier, Habsucht kam über sie. Der oberste der Götter strafte sie. Ist der Bericht eine Warnung? Bezieht er sich etwa auf eine Katastrophe im Umkreis Griechenlands? Das östliche Mittelmeer. Zwischen Sais und Athen blühte im 2. Jahrtausend vor Christus das Reich der Minoer mit den Zentren Kreta und Santorin.
Santorin besteht aus einer kreisförmigen Inselgruppe, den Resten einer großen Vulkaninsel. Heute kreuzen Touristenschiffe die friedliche See im geschützten Rund. Um das Jahr 1500 vor Christus ist hier die Erde in Aufruhr. Rote Glut fackelt über den Wäldern. Fruchtbare Landmassen versinken in den Fluten, als der mächtige Vulkan Thera Feuer speit. Eine Insel bricht auseinander. 140 Kubikkilometer festen Erdreiches werden in die Luft geschleudert. Zurück bleibt eine Mondlandschaft. Unter dicker Kruste wird die glühende Magma zurückgehalten. Aus dem Innern des Berges aber strömen schweflige Dämpfe, als brauche die Insel rettende Ventile. Kaum zu glauben, dass hier eine der ältesten Zivilisationen Europas entstand. In dieser Steinwüste erinnert uns plötzlich etwas an Atlantis. Die Farben. Platon schreibt, die Mauern der Königsburg seien schwarz, weiß und rot. Einer der aufregendsten Funde der Gegenwart grenzt direkt ans Meer. Die minoische Stadt Akrotiri, unter Vulkanasche begraben. Mitten aus dem blühenden Leben heraus wurde sie in den Tod gerissen. Reich bemalte meterhohe Tongefäße. Getreide, Öl, gesalzener Fisch und Wein schufen Unabhängigkeit von Jahreszeit und Erntesegen. Dichter Ascheregen aus dem Vulkan erstickte die Stadt. Aber die Katastrophe kam nicht mit einem Schlag. Dazu der Leiter der Grabungsstätte, Professor Christos Dumas. Another agent which has affected the buildings and the city in general. Zusätzlich wurden die meisten Gebäude der Stadt durch riesige Brocken getroffen, die der Krater herausschleuderte. Solche Blöcke findet man häufig. Dort sehen Sie einen ganz beachtlichen Felsbrocken. Und ein anderer liegt direkt vor uns. Da auf der anderen Seite kann man klar erkennen, wie die Erdbeben die Häuser zerstörten. With the stone steps have been broken in the middle by the shocks of the. Die Treppe mit den steinernen Stufen wurde durch die Erschütterungen der Erde in der Mitte durchgebrochen. Hier sehen wir deutlich, wie sich alles abspielte. Unten hat sich der Schutt gestaut, bedingt durch das Beben. Dann gab es eine Pause, während der die Bewohner in die Stadt zurückkehrten. Sie säuberten die Straße. Dort unten liegt zusammengekehrter Schutt von Menschen, die den Weg freischaufelten. Und auf diesen Schutt häufte sich dann wieder vulkanisches Material. Anfangs fiel die Asche wie Schnee und füllte alle Hohlräume. Mit dem großen Ausbruch aber lagerten sich riesige Mengen von Vulkanasche ab, die auf der Grabungsstätte 6 bis 7 Meter Höhe erreichte, draußen am Abbruch des Kraters sogar 30 bis 40 Meter. Die Katastrophe von Santorin hat die Menschen nicht abgeschreckt, die Insel wieder zu besiedeln. Sie leben mit der Gefahr. Erst 1957 riss ein Erdbeben Teile eines Dorfes in die Tiefe. Santorin ist eins der beliebtesten Touristenziele in Griechenland geworden. Wer aber genau hinschaut, kann die Spuren der Zerstörung hinter den neuen Gebäuden entdecken. Das gewaltige Inferno, die Farben, die hohe Kultur, die Insellage, all dies sind wichtige Hinweise für eine mögliche Lage von Atlantis. Noch ein Indiz. Die sensationellen Wandbilder von Akrotiri, entstanden um 1500 vor Christus, heute im Nationalmuseum von Athen. Delfine spielen um den Bug des Schiffes.
Minoa feiern einen Sieg. Im Heck unter einem Baldachin sitzt der Admiral der Kriegsflotte. Vor dem Panorama einer Stadt sticht ein Ruderboot in See. Griechenlands führender Atlantis-Forscher kann die verschiedenen Bildmotive genau einordnen. And you can see more clearly the fauna and the flora which goes in this area. Sie sehen sehr deutlich die Fauna und Flora eines bestimmten Gebietes. Es erinnert an die Landschaft von Unterägypten, und zwar an die Gegend des Nildeltas. Da liegt die Stadt Sais, und die Priester dort hörten die Explosion des Vulkans und schrieben dieses Ereignis auf. Aufgrund der Tatsache, dass die Schifffahrtswege der Atlanter zwischen den minoischen Inseln und Ägypten unterbrochen waren, wurde ihnen klar, dass das Reich der Minoer ganz plötzlich versunken war. Hier sieht man die Flotte. Das ist das Flaggschiff. Dort die zweite Flotte, die zurückkehrt zu einer Stadt. Hier liegt die Gegend von Akrotiri. Und dahinter erhebt sich ein Vulkan. Er erinnert an jenen Vulkan, den es dort schon vor dem Ausbruch in der mittleren Bronzezeit gegeben hat. Es existierte vor der Explosion in der Mitte der Bronzezeit. Eine verblüffende Beweisführung. Santorin als das untergegangene Atlantis? Der Jüngling mit den Fischen. Die elegante Dame mit gewelltem Haar, Ohrschmuck und Wangenrouge. Die Knaben mit den Zöpfchen auf den geschorenen Köpfen beim spielerischen Wettkampf. Die naturgetreuen Antilopen, die vermutlich aus Afrika importiert wurden. Graublaue Äffchen springen in einem Garten herum. Professor Galanopoulos überrascht mit einem weiteren Fund. It's a mummified hand of an ape. Das ist der mumifizierte Kopf eines Affen. Er bekam diese Form durch die große Hitze und die vulkanische Asche, die während des Ausbruchs auf die Insel fiel. Hier kann man das Auge erkennen, eine Spur vom Ohr. Die Zähne hier entlang, da sehen Sie einen Zahn. Und hier, wie das Tier durch Vulkansplitter getötet wurde. Ich bin der Ansicht, man hat diese Affen aus Ägypten eingeführt, als Spielzeug für Kinder. Die Beziehungen zwischen Ägypten und dem Minoischen Reich sind also eindeutig. Wir finden aber noch einen weiteren Beweis. In einem naturwissenschaftlichen Institut in Athen entdecken wir Knochen von Zwergelefanten. Diese längst ausgestorbene Tiergattung lebte auf den Inseln der Ägäis. Elefanten soll es auch auf Atlantis gegeben haben. Mit dem Ausbruch des Vulkans wird die Existenz dieser etwa 1,30 Meter hohen Tiere ausgelöscht. Die Knochenfunde als ein naturwissenschaftlicher Beleg für Atlantis? Das ist eine Möglichkeit. Eine andere, die zu Platon zurückführt, deutet Professor Dumas an. Of course, the standard of civilization which we uncover here agrees with the description of this civilization that Plato gives for Atlantis. Natürlich entspricht der Grad der Zivilisation, die wir hier freilegen, der Zivilisation von Atlantis, wie sie Platon beschreibt. Auch der Verkehr, den die Stadt Akrotiri mit den Völkern des östlichen Mittelmeerraumes unterhielt, beweist, dass die Katastrophe, die hier stattfand, dort gehört worden sein muss. Vielleicht hat der Abbruch des Kontaktes infolge der Zerstörung die Geschichte beeinflusst und die Atlantis-Legende erst geschaffen.
Aber ob Atlantis wirklich existiert hat, weiß ich nicht. Denn Platon wollte das Beispiel eines vollkommenen Staates geben. Auf Santorin bekommen wir also keine klare Antwort. Mancher Beweis bleibt eine bloße Behauptung. Wir verlassen die griechische Insel und wenden uns nach Westen. Platon sagt von den Atlantern, sie wohnten jenseits der Säulen des Herkules. Säulen des Herkules nannte man im Altertum die Gebirge beiderseits der Meerenge von Gibraltar. Wir fliegen am Atlasgebirge Marokkos entlang. Atlas war der griechische Gott, der den Himmel stützt. Nach ihm heißt nicht nur das nordafrikanische Bergmassiv, sondern auch Atlantis und das große Meer im Westen, der Atlantische Ozean. Gibraltar auf der europäischen Seite. Die hohen Felsen beiderseits der Pforte vom Mittelmeer zum Atlantik waren die Grenzen der antiken Welt. Das Gebiet jenseits der Meerenge war für Ägypter und Griechen furchterregende Fremde. Die Seefahrer des Altertums wagten sich nur selten auf den weiten Atlantik hinaus. Sie fürchteten, ihre Schiffe würden von der Erdscheibe in die tödliche Tiefe stürzen. An der Küste Spaniens, die älteste Stadt Westeuropas, Cadiz. Nicht weit von hier lag das blühende Reich von Tartessos. Der deutsche Historiker Adolf Schulten vermutete, Tartessos sei das verlorene Atlantis gewesen. Im Sand der Atlantikküste Andalusiens hat Schulten gesucht. Das war in den 20er Jahren. Wir folgten seinen Spuren. Wo heute im verlandeten Ufergebiet Gestrüpp wächst, ankerten um 1150 vor Christus Schiffe mit Zinn von den englischen Inseln. Zusammen mit spanischem Kupfer wurde daraus Bronze gegossen. Neben Silber die Grundlage des Reichtums von Tartessos. Dieser Turm der Phönizier diente Schulten als Anhaltspunkt auf seiner jahrelangen erfolglosen Suche. Die Mauern wurden errichtet, als die Phönizier Tartessos eroberten. Möglicherweise stammt das Baumaterial aus tartessischen Häusern. Archäologen wurden bis heute nicht fündig. An dem hohen Grundwasser, das Grabungen fast unmöglich macht, scheiterte schon Schulten. Aber dass hier Atlantis gelegen habe, bleibt Spekulation. Doch die Gegend, wo er vergeblich forschte, barg eine Sensation. Unter diesem mittelalterlichen Turm, nicht weit von Cadiz, machten Bauern vor wenigen Jahren eine Entdeckung, die die Archäologen alarmierte. Mauern einer gewaltigen Siedlung. Sie reichen bis zu 14 Metern in die Tiefe. Schicht um Schicht wurde abgetragen. Zum Vorschein kamen die Reste von 7 Städten, die im Laufe der Jahrhunderte übereinander entstanden. Das unterste, also älteste Fundament, führt zurück bis 900 vor Christus. Tartessos lag weit von Ägypten. Reichtum und Überfluss
schon in der Bibel erwähnt, haben seinen Ruhm begründet. Aber ist die Kunde davon bis Ägypten gedrungen und hat sich dort zur Atlantis-Sage verwandelt? Eine Überraschung erwartet uns. Die Archäologen haben unter den Mauern einen einzigartigen Gegenstand gefunden. Die winzige Figur einer ägyptischen Gottheit. Sie ist der Beweis. Es gab Kontakte nach Ägypten. Sollten wir wirklich Tartessos entdeckt haben, so bleibt die Frage offen, ob es Platons Atlantis war. Künftige Forschung muss das entscheiden. Wir bleiben in Spanien. Unter uns Andalusien, das Platon das gadeirische Land nennt. Gadeira, der griechische Name für Cadiz, ist die einzige Ortsangabe im Atlantisbericht. Ein sanfter Hügel, von Menschenhand geschaffen. In ihm verbirgt sich ein Gemeinschaftsgrab. Hier in El Romeral wurden schon vor 4000 Jahren die Toten bestattet. Der lange Korridor ist ein Meisterwerk der Bautechnik. Die Türsteine wurden ohne Mörtel millimetergenau eingepasst. Wir kommen in ein Gewölbe, dessen Kuppel von einem mächtigen Flachstein gedeckt ist. Hinter der ersten Rundhalle ein zweiter Raum, das Heiligtum. In Sitzhöhe verläuft ein Altarstein. Darüber die tonnenschwere Deckplatte der falschen Kuppel. Wenige Kilometer von hier beobachten wir Archäologen bei der Vermessung der riesigen Steine im Großsteingrab von Menga, dem mächtigsten seiner Art. Sieben Steine zur linken und sieben zur rechten, jeder über 3 Meter hoch, und 3 in Bodengruben eingelassene Mittelpfeiler stützen die gewaltige Decke. Die Großsteintechnik, auch Megalithkultur genannt, wirft Rätsel auf. Wie konnten ihre Baumeister ohne die Kenntnis von Schrift und Zahlen solche exakten Berechnungen anstellen? Die Anlagen wurden nach dem Lauf der Gestirne ausgerichtet. Wir wissen wenig von der Religion dieser Menschen, aber so viel scheint gewiss. Durch den Eingang wurden während der Sonnenwenden die Toten von einfallendem Licht gestreift. Das war ihre Verbindung ins Jenseits. Blühende Gärten in fruchtbarer Ebene am Lauf eines Flusses. Im Dunst des Horizonts verschwindet das Meer. Wir sind in Los Millares, dem Megalithzentrum von Südspanien. Die 4 Meter hohe Befestigungsanlage bildete eine Bastion gegen die indogermanischen Eindringlinge, die im 2. Jahrtausend vor Christus aus dem Osten einfallen. Weiße Marmorplättchen kennzeichnen die restaurierten Mauerteile der Häuser von Los Millares. Nach einer völlig neuen Theorie ist das verlorene Atlantis in der Megalithkultur zu finden. War diese Siedlung, deren Häuser sich 3 Kilometer weit erstrecken, eine Provinzstadt von Atlantis? Die fruchtbare Umgebung spricht dafür. Aus dem Berg schießt Wasser von 40 Grad Celsius. Bei Platon ist die Rede von heißen Quellen. Erste Indizien für ein neues Atlantis? Die Vorstellung fasziniert. Von Los Millares nach Karnak und Gavrinis in der Bretagne. Das Megalithreich deckte weite Teile Europas ab und erstreckte sich bis Nordafrika. Der Golf von Morbihan. Unter uns das Königsgrab von Gavrinis. Die Wasserringe entsprechen den Kanälen, die Atlantis umgeben haben. Die Insel Erlanik. Auf der Insel wurden Stiere gehalten. Der Stier war das heilige Tier von Atlantis. Wir fragen einen Berliner Wissenschaftler, was dieser Ort mit Atlantis verbindet.
Sie werden wegen meiner Antwort sehr überrascht sein, aber wir befinden uns im Zentrum von Atlantis. Das heißt, auf der Insel, die wirklich im Mittelpunkt von Atlantis gelegen hat, nämlich auf der Insel, auf der der Urtempel von Atlantis gebaut worden ist. Rundherum sehen Sie Wasser und einige kleinere Inseln. Auf dieser Insel, die Sie hier sehen, standen die Feuerstellen, an denen über Steinen die Stiere von Atlantis geopfert worden sind. Und auf dieser Seite sehen Sie den Urtempel, wie er kürzlich freigelegt worden ist. Er ist ungefähr 5500 Jahre alt. Er hat sehr viele große Steine im Inneren, die mit einer Vielzahl von Ornamenten überzogen sind. Die Megalithkultur war 2000 Jahre älter noch als die ägyptische Kultur und erstreckte sich von Schweden bis Nordafrika, von Irland bis Malta. Es war eine richtig grandiose Kultur, die 500 Jahre lang auch eine Nachbarkultur zum altägyptischen Reich gewesen ist. Den Ägyptern erschien Europa, das Land jenseits des Mittelmeeres, wie eine riesige Inselwelt. Geheimnisvoll und unverständlich seine Religion, seine Totenbestattung und seine Kultplätze, wie die aus dem Wasser ragenden Steinkreise von Erlanik. Inseln wie diese können sich unter gewissen Witterungsbedingungen in dramatischer Weise verändern. Man nennt das Luftspiegelungen und sie treten vor allem in der Ruhe vor dem Sturm auf. Sie sehen hier eine Aufnahme einer solchen Luftspiegelung. Sie erkennen nicht mehr den Horizont, der ungefähr in dieser Gegend liegt, aber darüber erkennen Sie eine Reihe von Gebirgszügen oder auch an Schlösser erinnernde Strukturen. Sie sind nicht reell, sie ändern sich auch mit der Zeit. Das ist eine Luftspiegelung oder eine Fata Morgana. Diese Türme können auch die Erscheinung des Atlas verständlich machen, der als eine sich aufbäumende Insel im Meer beobachtet wurde und sich als Meeresriese hoch in den Himmel hinauf streckte. In solchen Luftspiegelungen haben die Menschen einst den Gott Atlas wiedererkannt. Er stützte wie eine mächtige Säule den Himmel und war der erste König von Atlantis. Mehr als 4000 steinerne Giganten, zeitlose Zeugen einer atlantischen Kultur. Ein Observatorium zur Beobachtung der Sonnenbahn, zur Wettervorhersage oder ein heiliger Platz des Übergangs vom Diesseits ins Jenseits. Man kann leicht nachweisen, dass Atlantis ungefähr um 2200 vor Christus untergegangen sein muss. Und das stimmt genau überein mit dem Niedergang des riesigen atlantischen Megalithreiches. Nämlich zu dieser Zeit kamen die indoeuropäischen Eroberer und haben dann diese ganzen Megalithkulturen ausgelöscht. Alle großen Megalithgräber sind zu dieser Zeit verschlossen worden. Das heißt, die Religion wurde ausgelöscht. Und das ist das Ende von Atlantis. Also Atlantis ist nicht als reelles Land untergegangen, sondern als Religion. Und das ist die Aussage der Atlantis-Überlieferung. Ist das Megalithreich wirklich das verlorene Atlantis? Die neue Theorie muss noch gründlich untersucht werden. Unsere Reise geht weiter nach Norden. Mitten im Meer, vor der Küste Schleswig-Holsteins, liegt der Felsen von Helgoland. Das heutige Wattenmeer war in der Bronzezeit, also vor etwa 3500 Jahren, festes Land. Seit den 50er Jahren stellt der Forscher Jürgen Spannuth Beweise zusammen für eine ganz eigene Theorie. Danach ist Atlantis in der Küstenregion Norddeutschlands untergegangen. Wir besuchten den ehemaligen Pastor. Wir sind hier auf dem jüngsten Deich in Nordfriesland.
Von hier etwa 40 Kilometer nach Südwesten, da liegt der Felsen von Helgoland. Das ganze Gebiet, das heutige Wattenmeer, war ein Land, außerordentlich fruchtbares Land. Das war dieses fruchtbare Land, das im Atlantisbericht als fruchtbarste Ebene, die es gibt, beschrieben wird. Von der Insel steht nur noch ein Bruchteil. Der angestiegene Meeresspiegel, Sturmfluten und die unaufhörliche Kraft der Gezeiten nagen an der natürlichen Festung. Hinter diesem Felsen lag die Burg von Atlantis. Helgoland, das bedeutet heiliges Land. Für die germanischen Stämme der Bronzezeit war die Insel ein Heiligtum. Archäologische Fundstätten sind seit einem halben Jahrhundert ausgelöscht. Was die Natur an bronzezeitlichen Spuren nicht zerstört hatte, fiel den Bomben und Sprengungen des letzten Krieges zum Opfer. So bleiben nur noch typische Merkmale der Landschaft. Grünspan weist auf kupferhaltiges Erz hin. Und Kupfer ist Grundlage der Bronze. Daraus wurden Waffen geschmiedet. Rot leuchten die Klippen von Helgoland. Weiß waren die bis ins vorige Jahrhundert noch stehenden Kreidefelsen. Und schwarz ist der Sandstein, der im Wasser liegt. Rot, weiß und schwarz sind auch die Farben von Atlantis. Noch heute findet man am Strand goldgelben Bernstein. Mit dem Lack daraus, meint Spanut, wurden die Mauern der Königsburg zum Glänzen gebracht. Ähnliches beschreibt Platon. Das ist das heutige Helgoland. Das ist die Düne. Und genau 50 Stadien im Schutz dieses Felsens liegt dieser heute Steingrund, genannte unterseeische Hügel, der bis minus 8 Meter aufsteigt. Hier haben wir getaucht und hier haben wir diese Fliesenplatten gefunden, die von Menschenhand bearbeitet und auf Stoß verlegt sind. Und hier haben wir diese Platte aus Helgoländer Kupfererz gefunden. In einem primitiven Schmelzofen hergestellt, dort lag sie. Der Bernstein war damals ein kostbarer Edelstein. Die Ägypter sagen, er sei aus den Tränen des Sonnengottes entstanden. Und darum hat er einen besonderen Wert. Und das Bernsteinland der Bronzezeit ist hier die Westküste gewesen. Und zwar vor allem das Gebiet zwischen Helgoland und Eiderstedt. Das können wir deswegen sagen, weil in der Bronzezeit der Bernstein ans Mittelmeer exportiert wurde. Zurück in den Mittelmeerraum. Zurück ins mächtige Theben, dessen Mauern von der Größe Ägyptens künden. Während die Wohnhäuser der Priester und Beamten in Staub zerfallen sind, haben die Inschriften und Wandbilder des Tempels von Medinet Habu die Jahrtausende überdauert. Auf über 10.000 Quadratmetern werden die Taten des Pharao festgehalten. Eine Koalition fremder Völker wollte in einem Großangriff das Reich Ramses III. Unterwerfen. Auf den Reliefs tobt die blutigste Seeschlacht Ägyptens. Wer waren die Feinde? Links ein in die Tiefe stürzender Krieger mit büschelartiger Haartracht. Nach Spanut eine Federkrone, der markante Kopfschmuck von Soldaten aus Nordeuropa. Warum sollten sie von der Nordsee bis nach Ägypten ziehen? Spanut antwortet, Katastrophen und Hungersnöte zwangen zu Völkerwanderung. Der Bernsteinhandel hatte den Weg gewiesen. An typischen Rundschilden und Hörnerhelmen erkennen wir die Feinde aus dem Norden. Die Atlanter hatten ihren letzten Feldzug offenbar schlecht vorbereitet. Ganz anders der Gegner. Ramses erkannte die Gefahr für sein Reich. Er ließ die Nilmündungen befestigen, berechnete seine militärische Stärke und stellte Elitetruppen auf. Nubische Söldner hatten die Kornkammer Afrikas und ein Reich mit 2000-jähriger Tradition zu verteidigen, als 1195 vor Christus die Feinde aus Nordeuropa das Land am Nil im Sturm erobern wollten. Doch Ramses Truppen siegten.
Gefangene werden abgeführt. An den Federhelmen erkennen wir, es sind Krieger aus dem Norden. Die Hände werden den Besiegten abgeschlagen, damit sie ihre Waffen nie wieder erheben. Und die Zungen werden herausgeschnitten, damit sie nichts vom Reichtum und der Größe des Landes verraten. In endlosen Reihen kauern die Gefangenen mit dem fremdartigen Kopfputz. Die letzten Zeugen von Atlantis. Unsere Suche durch die alte Welt geht zu Ende. Wir waren an vielen Orten, wo Wissenschaftler Atlantis vermuten. Eindeutige Beweise aber fanden wir nirgends. Doch auch jenseits des Atlantischen Ozeans in der neuen Welt soll es Spuren von Atlantis geben. Wir sind gespannt, was uns dort erwartet. Stehenden Kreidefelsen. Und schwarz ist der Sandstein, der im Wasser liegt. Rot, weiß und schwarz sind auch die Farben von Atlantis. Noch heute findet man am Strand goldgelben Bernstein. Mit dem Lack daraus, meint Spanut, wurden die Mauern der Königsburg zum Glänzen gebracht. Ähnliches beschreibt Platon. Das ist das heutige Helgoland. Das ist die Düne. Und genau 50 Stadien im Schutz dieses Felsens liegt dieser heute Steingrund, genannte unterseeische Hügel, der bis minus 8 Meter aufsteigt. Hier haben wir getaucht und hier haben wir diese Fliesenplatten gefunden, die von Menschenhand bearbeitet und auf Stoß verlegt sind. Und hier haben wir diese Platte aus Helgoländer Kupfererz gefunden. In einem primitiven Schmelzofen hergestellt, dort lag sie. Der Bernstein war damals ein kostbarer Edelstein. Die Ägypter sagen, er sei aus den Tränen des Sonnengottes entstanden. Und darum hat er einen besonderen Wert. Und das Bernsteinland der Bronzezeit ist hier die Westküste gewesen. Und zwar vor allem das Gebiet zwischen Helgoland und Eiderstedt. Das können wir deswegen sagen, weil in der Bronzezeit der Bernstein ans Mittelmeer exportiert wurde. Zurück in den Mittelmeerraum. Zurück ins mächtige Theben, dessen Mauern von der Größe Ägyptens künden. Während die Wohnhäuser der Priester und Beamten in Staub zerfallen sind, haben die Inschriften und Wandbilder des Tempels von Medinet Habu die Jahrtausende überdauert. Auf über 10.000 Quadratmetern werden die Taten des Pharao festgehalten. Eine Koalition fremder Völker wollte in einem Großangriff das Reich Ramses III. Unterwerfen. Auf den Reliefs tobt die blutigste Seeschlacht Ägyptens. Wer waren die Feinde? Links ein in die Tiefe stürzender Krieger mit büschelartiger Haartracht. Nach Spanut eine Federkrone, der markante Kopfschmuck von Soldaten aus Nordeuropa. Warum sollten sie von der Nordsee bis nach Ägypten ziehen? Spanut antwortet, Katastrophen und Hungersnöte zwangen zu Völkerwanderung. Der Bernsteinhandel hatte den Weg gewiesen. An typischen Rundschilden und Hörnerhelmen erkennen wir die Feinde aus dem Norden. Die Atlanter hatten ihren letzten Feldzug offenbar schlecht vorbereitet. Ganz anders der Gegner. Ramses erkannte die Gefahr für sein Reich. Er ließ die Nilmündungen befestigen, berechnete, wie die Archäologen alarmierte. Mauern einer gewaltigen Siedlung.
Sie reichen bis zu 14 Metern in die Tiefe. Schicht um Schicht wurde abgetragen. Zum Vorschein kamen die Reste von 7 Städten, die im Laufe der Jahrhunderte übereinander entstanden. Das unterste, also älteste Fundament, führt zurück bis 900 vor Christus. Tartessos lag weit von Ägypten. Reichtum und Überfluss, schon in der Bibel erwähnt, haben seinen Ruhm begründet. Aber ist die Kunde davon bis Ägypten gedrungen und hat sich dort zur Atlantis-Sage verwandelt? Eine Überraschung erwartet uns. Die Archäologen haben unter den Mauern einen einzigartigen Gegenstand gefunden. Die winzige Figur einer ägyptischen Gottheit. Sie ist der Beweis, es gab Kontakte nach Ägypten. Sollten wir wirklich Tartessos entdeckt haben, so bleibt die Frage offen, ob es Platons Atlantis war. Künftige Forschung muss das entscheiden. Wir bleiben in Spanien, unter uns Andalusien, das Platon das gadeirische Land nennt. Gadeira, der griechische Name für Cadiz, ist die einzige Ortsangabe im Atlantis-Bericht. Ein sanfter Hügel, von Menschenhand geschaffen. In ihm verbirgt sich ein Gemeinschaftsgrab. Hier in El Romeral wurden schon vor 4000 Jahren die Toten bestattet. Der lange Korridor ist ein Meisterwerk der Bautechnik. Die Türsteine wurden ohne Mörtel millimetergenau eingepasst. Wir kommen in ein Gewölbe, dessen Kuppel von einem mächtigen Flachstein gedeckt ist. Hinter der ersten Rundhalle ein zweiter Raum, das Heiligtum. In Sitzhöhe verläuft ein Altarstein. Darüber die tonnenschwere Deckplatte der falschen Kuppel. Wenige Kilometer von hier beobachten wir Archäologen bei der Vermessung der riesigen Steine im Großsteingrab von Menga, dem mächtigsten seiner Art. 7 Steine zur Linken und sie mark eine Sensation. Unter diesem mittelalterlichen Turm, nicht weit von Cadiz, machten Bauern vor wenigen Jahren eine Entdeckung, die die Archäologen alarmierte. Mauern einer gewaltigen Siedlung. Sie reichen bis zu 14 Metern in die Tiefe. Schicht um Schicht wurde abgetragen. Zum Vorschein kamen die Reste von 7 Städten, die im Laufe der Jahrhunderte übereinander entstanden. Das unterste, also älteste Fundament, führt zurück bis 900 vor Christus. Tartessos lag weit von Ägypten. Reichtum und Überfluss, schon in der Bibel erwähnt, haben seinen Ruhm begründet. Aber ist die Kunde davon bis Ägypten gedrungen und hat sich dort zur Atlantis-Sage verwandelt? Eine Überraschung erwartet uns. Die Archäologen haben unter den Mauern einen einzigartigen Gegenstand gefunden. Die winzige Figur einer ägyptischen Gottheit. Sie ist der Beweis, es gab Kontakte nach Ägypten. Sollten wir wirklich Tartessos entdeckt haben, so bleibt die Frage offen, ob es Platons Atlantis war. Künftige Forschung muss das entscheiden. Wir bleiben in Spanien, unter uns Andalusien, das Platon das gadeirische Land nennt. Gadeira, der griechische Name für Cadiz, ist die einzige Ortsangabe im Atlantis-Bericht. Ein sanfter Hügel, von Menschenhand geschaffen. In ihm verbirgt sich ein Gemeinschaftsgrab. Hier in El Romeral wurden schon vor 4000 Jahren die Toten bestattet.
Der lange Korridor ist ein Meisterwerk der Bautechnik. Die Türsteine wurden ohne Mörtel millimetergenau eingepasst. Wir kommen in ein Gewölbe, dessen Kuppel von einem mächtigen Flachstein gedeckt ist. Hinter der ersten Rundhalle ein zweiter Raum, das Heiligtum. In Sitzhöhe verläuft ein Altarstein. Darüber die tonnenschwere Deckplatte der falschen Kuppel. Wenige Kilometer von hier beobachten wir die Straße. Dort unten liegt zusammengekehrter Schutt von Menschen, die den Weg freischaufelten. Und auf diesen Schutt häufte sich dann wieder vulkanisches Material. Anfangs fiel die Asche wie Schnee und füllte alle Hohlräume. Mit dem großen Ausbruch aber lagerten sich riesige Mengen von Vulkanasche ab, die auf der Grabungsstätte 6 bis 7 Meter Höhe erreichte, draußen am Abbruch des Kraters sogar 30 bis 40 Meter. Die Katastrophe von Santorin hat die Menschen nicht abgeschreckt, die Insel wieder zu besiedeln. Sie leben mit der Gefahr. Erst 1957 riss ein Erdbeben Teile eines Dorfes in die Tiefe. Santorin ist eins der beliebtesten Touristenziele in Griechenland geworden. Wer aber genau hinschaut, kann die Spuren der Zerstörung hinter den neuen Gebäuden entdecken. Das gewaltige Inferno, die Farben, die hohe Kultur, die Insellage, all dies sind wichtige Hinweise für eine mögliche Lage von Atlantis. Noch ein Indiz. Die sensationellen Wandbilder von Akrotiri, entstanden um 1500 vor Christus, heute im Nationalmuseum von Athen. Delfine spielen um den Bug des Schiffes. Minoer feiern einen Sieg. Im Heck, unter einem Baldachin, sitzt der Admiral der Kriegsflotte. Vor dem Panorama einer Stadt sticht ein Ruderboot in See. Griechenlands führender Atlantis-Forscher kann die verschiedenen Bildmotive genau einordnen. And you can see more clearly the fauna and the flora which goes in this area. Sie sehen sehr deutlich die Fauna und Flora eines bestimmten Gebietes. Es erinnert an die Landschaft von Unterägypten, und zwar an die Gegend des Nildeltas. Da liegt die Stadt Sais, und die Priester dort hörten die Explosion des Vulkans und schrieben dieses Ereignis auf. Aufgrund der Tatsache, dass die Schifffahrtswege der Atlanter zwischen den minoischen Inseln und Ägypten unterbrochen waren, wurde ihnen klar, dass das Reich der Minoer ganz plötzlich versunken war. Hier haben wir getaucht und hier haben wir diese Fliesenplatten gefunden, die von Menschenhand bearbeitet und auf Stoß verlegt sind. Und hier haben wir diese Platte aus Helgoländer Kupfererz gefunden. In einem primitiven Schmelzofen hergestellt, dort lag sie. Der Bernstein war damals ein kostbarer Edelstein. Die Ägypter sagen, er sei aus den Tränen des Sonnengottes entstanden. Und darum hat er einen besonderen Wert. Und das Bernsteinland der Bronzezeit ist hier die Westküste gewesen, und zwar vor allem das Gebiet zwischen Helgoland und Eiderstedt. Das können wir deswegen sagen, weil in der Bronzezeit der Bernstein ans Mittelmeer exportiert wurde. Zurück in den Mittelmeerraum. Zurück ins mächtige Theben, dessen Mauern von der Größe Ägyptens künden.
Während die Wohnhäuser der Priester und Beamten in Staub zerfallen sind, haben die Inschriften und Wandbilder des Tempels von Medinet Habu die Jahrtausende überdauert. Auf über 10.000 Quadratmetern werden die Taten des Pharao festgehalten. Eine Koalition fremder Völker wollte in einem Großangriff das Reich Ramses III. Unterwerfen. Auf den Reliefs tobt die blutigste Seeschlacht Ägyptens. Wer waren die Feinde? Links ein in die Tiefe stürzender Krieger mit büschelartiger Haartracht. Nach Spanut eine Federkrone, der markante Kopfschmuck von Soldaten aus Nordeuropa. Warum sollten sie von der Nordsee bis nach Ägypten ziehen? Spanut antwortet, Katastrophen und Hungersnöte zwangen zu Völkerwanderung. Der Bernsteinhandel hatte den Weg gewiesen. An typischen Rundschilden und Hörnerhelmen erkennen wir die Feinde aus dem Norden. Die Atlanter hatten ihren letzten Feldzug offenbar schlecht vorbereitet. Ganz anders der Gegner. Ramses erkannte die Gefahr für sein Reich. Er ließ die Nilmündungen befestigen, berechnete seine militärische Stärke und stellte Elitetruppen auf. Nubische Söldner hatten die Kornkammer Afrikas und ein Reich mit 2000-jähriger Tradition zu verteidigen, als 1195 vor Christus die Feinde aus Nordeuropa das Land am Nil im Sturm erobern wollten. Doch Ramses Truppen siegten. Säulen des Herkules nannte man im Altertum die Gebirge beiderseits der Meerenge von Gibraltar. Wir fliegen am Atlasgebirge Marokkos entlang. Atlas war der griechische Gott, der den Himmel stützt. Nach ihm heißt nicht nur das nordafrikanische Bergmassiv, sondern auch Atlantis und das große Meer im Westen, der Atlantische Ozean. Gibraltar auf der europäischen Seite. Die hohen Felsen beiderseits der Pforte vom Mittelmeer zum Atlantik waren die Grenzen der antiken Welt. Das Gebiet jenseits der Meerenge war für Ägypter und Griechen furchterregende Fremde. Die Seefahrer des Altertums wagten sich nur selten auf den weiten Atlantik hinaus. Sie fürchteten, ihre Schiffe würden von der Erdscheibe in die tödliche Tiefe stürzen. An der Küste Spaniens, die älteste Stadt Westeuropas, Cadiz. Nicht weit von hier lag das blühende Reich von Tartessos. Der deutsche Historiker Adolf Schulten vermutete, Tartessos sei das verlorene Atlantis gewesen. Im Sand der Atlantikküste Andalusiens hat Schulten gesucht. Das war in den 20er Jahren. Wir folgten seinen Spuren. Wo heute im verlandeten Ufergebiet Gestrüpp wächst, ankerten um 1150 vor Christus Schiffe mit Zinn von den englischen Inseln. Zusammen mit spanischem Kupfer wurde daraus Bronze gegossen. Neben Silber die Grundlage des Reichtums von Tartessos. Dieser Turm der Phönizier diente Schulten als Anhaltspunkt auf seiner jahrelangen erfolglosen Suche. Die Mauern wurden errichtet, als die Phönizier Tartessos eroberten.
Möglicherweise stammt das Baumaterial aus tartessischen Häusern. Akrotiri mit den Völkern des östlichen Mittelmeerraumes unterhielt, beweist, dass die Katastrophe, die hier stattfand, dort gehört worden sein muss. Vielleicht hat der Abbruch des Kontaktes infolge der Zerstörung die Geschichte beeinflusst und die Atlantis-Legende erst geschaffen. Aber ob Atlantis wirklich existiert hat, weiß ich nicht. Denn Platon wollte das Beispiel eines vollkommenen Staates geben. Auf Santorin bekommen wir also keine klare Antwort. Mancher Beweis bleibt eine bloße Behauptung. Wir verlassen die griechische Insel und wenden uns nach Westen. Platon sagt von den Atlantern, sie wohnten jenseits der Säulen des Herkules. Säulen des Herkules nannte man im Altertum die Gebirge beiderseits der Meerenge von Gibraltar. Wir fliegen am Atlasgebirge Marokkos entlang. Atlas war der griechische Gott, der den Himmel stützt. Nach ihm heißt nicht nur das nordafrikanische Bergmassiv, sondern auch Atlantis und das große Meer im Westen, der Atlantische Ozean. Gibraltar auf der europäischen Seite. Die hohen Felsen beiderseits der Pforte vom Mittelmeer zum Atlantik waren die Grenzen der antiken Welt. Das Gebiet jenseits der Meerenge war für Ägypter und Griechen furchterregende Fremde. Die Seefahrer des Altertums wagten sich nur selten auf den weiten Atlantik hinaus. Sie fürchteten, ihre Schiffe würden von der Erdscheibe in die tödliche Tiefe stürzen. An der Küste Spaniens, die älteste Stadt Westeuropas, Cadiz. Nicht weit von hier lag das blühende Reich von Tartessos. Der deutsche Historiker Adolf Schulten vermutete, Tartessos sei das verlorene Atlantis gewesen. Im Sand der Atlantikküste Andalusiens hat Schulten gesucht. Das war in den 20er Jahren. Wir folgten seinen Spuren. Die meisten Gebäude der Stadt durch riesige Brocken getroffen, die der Krater herausschleuderte. Solche Blöcke findet man häufig. Dort sehen Sie einen ganz beachtlichen Felsbrocken. Und ein anderer liegt direkt vor uns. Da auf der anderen Seite kann man klar erkennen, wie die Erdbeben die Häuser zerstörten. The staircase with the stone steps have been broken in the middle by the shocks of the. Die Treppe mit den steinernen Stufen wurde durch die Erschütterungen der Erde in der Mitte durchgebrochen. Hier sehen wir deutlich, wie sich alles abspielte. Unten hat sich der Schutt gestaut, bedingt durch das Beben. Dann gab es eine Pause, während der die Bewohner in die Stadt zurückkehrten. Sie säuberten die Straße. Dort unten liegt zusammengekehrter Schutt von Menschen, die den Weg freischaufelten. Und auf diesen Schutt häufte sich dann wieder vulkanisches Material. Anfangs fiel die Asche wie Schnee und füllte alle Hohlräume. Mit dem großen Ausbruch aber lagerten sich riesige Mengen von Vulkanasche ab, die auf der Grabungsstätte 6 bis 7 Meter Höhe erreichte, draußen am Abbruch des Kraters sogar 30 bis 40 Meter. Die Katastrophe von Santorin hat die Menschen nicht abgeschreckt, die Insel wieder zu besiedeln. Sie leben mit der Gefahr.
Erst 1957 riss ein Erdbeben Teile eines Dorfes in die Tiefe. Santorin ist eins der beliebtesten Touristenziele in Griechenland geworden. Wer aber genau hinschaut, kann die Spuren der Zerstörung hinter den neuen Gebäuden entdecken. Das gewaltige Inferno, die Farben, die hohe Kultur, die Insellage, all dies sind wichtige Hinweise für eine mögliche Lage von Atlantis. Noch ein Indiz: die sensationellen Wandbilder von Akrotiri, entstanden um 1500 vor Christus, heute im Nationalmuseum von Athen. Delfine spielen um den Bug des Schiffes. Minoer feiern einen Sieg. Im Heck, unter einem Baldachin, sitzt der Admiral der Kriegsflotte. Vor dem Panorama einer Stadt sticht ein Ruderboot in See. Griechenlands führender Atlantis-Forscher kann die verschiedenen Bildmotive genau einordnen. And you can see more clearly. Das Meer trat über seine Ufer. So versank an einem schrecklichen Tag und in einer schrecklichen Nacht das ganze streitbare Volk der Atlanter unter die Erde. Und in den Fluten versank ihre Insel. Die erste Katastrophenmeldung der Weltgeschichte. Seit 2,5 Jahrtausenden stellt sich die Menschheit die Frage: Atlantis. Uralter Traum der Menschheit oder verschollene Wirklichkeit? Unter Steinen verschüttet, hinabgesunken auf den Boden des Meeres? Wir wollen erkunden, wo auf unserer Erde Atlantis gelegen haben könnte. Der Streit um die Wahrheit ist so alt wie die Legende. Unsere Suche beginnt in Ägypten, zwischen den jahrtausendealten Tempeln der Pharaonen. Die Wiege der abendländischen Kultur ist auch Ursprungsland der Geschichte von Atlantis. Priester erzählten sie dem griechischen Staatsmann Solon, der im 6. Jahrhundert vor Christus das Land am Nil sehr genau studierte. Und der Philosoph Platon überlieferte den Bericht der Nachwelt. Wir sind hier auf dem jüngsten Deich in Nordfriesland. Von hier etwa 40 Kilometer nach Südwesten, da liegt der Felsen von Helgoland. Das ganze Gebiet, das heutige Wattenmeer, war ein Land, außerordentlich fruchtbares Land. Das war dieses fruchtbare Land, das im Atlantisbericht als fruchtbarste Ebene, die es gibt, beschrieben wird. Von der Insel steht nur noch ein Bruchteil. Der angestiegene Meeresspiegel, Sturmfluten und die unaufhörliche Kraft der Gezeiten nagen an der natürlichen Festung. Hinter diesem Felsen lag die Burg von Atlantis. Helgoland,
Das bedeutet heiliges Land. Für die germanischen Stämme der Bronzezeit war die Insel ein Heiligtum. Archäologische Fundstätten sind seit einem halben Jahrhundert ausgelöscht. Was die Natur an bronzezeitlichen Spuren nicht zerstört hatte, fiel den Bomben und Sprengungen des letzten Krieges zum Opfer. So bleiben nur noch typische Merkmale der Landschaft. Grünspan weist auf kupferhaltiges Erz hin. Und Kupfer ist Grundlage der Bronze. Daraus wurden Waffen geschmiedet. Rot leuchten die Klippen von Helgoland. Weiß waren die bis ins vorige Jahrhundert noch stehenden Kreidefelsen. Und schwarz ist der Sandstein, der im Wasser liegt. Rot, weiß und schwarz sind auch die Farben von Atlantis. Noch heute findet man am Strand goldgelben Bernstein. Mit dem Lack daraus, meint Spanut, wurden die Mauern der Königsburg zum Glänzen gebracht. Ähnliches beschreibt Platon. Das ist das heutige Helgoland, das ist die Düne. Und genau 50 Stadien im Schutz dieses Felsens liegt dieser heute Steingrund, genannte unterseeische Hügel, der bis minus 8 Meter aufsteigt. Hier haben wir getaucht und hier haben wir diese Fliesenplatten gefunden, die von Menschenhand bearbeitet und auf Stoß verlegt sind. Und hier haben wir diese Platte aus Helgoländer Kupfererz gefunden. In einem primitiven Schmelzofen hergestellt, dort lag sie. Der Bernstein war damals ein kostbarer Edelstein. Die Ägypter sagen, er sei aus den Tränen des Sonnengottes entstanden. Und darum hat er einen besonderen Wert. Und das Bernsteinland der Bronzezeit ist hier die Westküste gewesen. Und zwar vor allem das Gebiet zwischen Helgoland und Eiderstedt. Das können wir deswegen sagen,